Buchstaben 13. Ich werde die Frage stellen und die beiden Herren dabei einnässen. Wie nennt man? Ja? Bleib doch stehen, Dennis, Mann! Spuck ihn mal an! Umgangssprachlich den ja. Sohn? Ja. Seiner Prostituierten! Hurensohn! Ich war ja. Da war Street Gamers Erster! Ja. Aber er hat sich auch gar nicht anspucken lassen! Dafür! Gibt es noch mal eine Frühlingsfrische? Nicht so viel, bitte nicht so viel. So, wir sind bei der nächsten Frage. So, jetzt reicht. Wer hat am meisten Swag? Was? Boy. Das ist richtig. Ja. Klerasil. Man nennt es auch die Speichelhand ins Gesicht. So, wir kommen auch zügig zur nächsten Frage. 6 Buchstaben. Umgangssprachlich für das männliche Geschlechtsorgan. Ich glaube, die Herren verstehen uns nicht. 6 Buchstaben. 13. Ich glaube so, irgendwann wird es demnächst eine Bestrafung durchführen müssen. Mehrmals falsche Antworten. Super. Das wäre Himmel gewesen. Ja. So, wir kommen zur nächsten Bestrafung. Mr. Walze. Was? Worum geht's? Herr Aaron von Social Fun wird sich jetzt 5 Sekunden lang auf dem Boden rollen müssen. Ja! Jetzt von dir. So, wir haben die Zeit. Welche Farbe hat der Türöffnerknopf der S-Bahn? Gelb, blau, blau, blau. Falsch. 3 falsche Antworten, das heißt die Bestrafung. So, meine Herren, wir kommen zur nächsten Bestrafung. Die Bestrafung geht an Street Gamers TV. Die richtige oder korrekte Antwort hätte gelautet rot. Richtig in Hand. Okay, Freunde, wir sind noch mal zusammen. Richtig in Hand. Hallo. Das war falsch. Los. So, meine Damen, das war Late Night Fish mit Social Fun. Bis zur nächsten Folge. Ich verabschiede mich.